zum Abziehen der Kugellager. Es ist, haben beide Seiten hier so eine Kante. Da kann man mit dem Abzieher so drücken. Auf dieser Seite kann man die Seitenwand hier abschrauben. Das heißt, diese Schrauben alle raus. Und dann setzt man hier den Abzieher rein und dann kann man Stück für Stück diese Wand abziehen. So, wenn man das gleiche auf der anderen Seite macht, da ist die Wand zwar nicht rausnehmbar, aber man kann hier drücken, kann man im Prinzip durch Raufziehen hier die rausdrücken. Also die Stirnwellen, dann sind die nach vorne rausgezogen. Die Lager aus diesem Sitz, das ist recht einfach. Von hinten sind zwei kleine Böhrchen und da kann man eine Schraube reindrücken und drückt das Lager raus. Aber hier, diese Kante ist dafür da, dass man einen Abzieher ansetzen kann. Die Platte kann man abschrauben. Zieht man hier ein bisschen ab, dann auf der anderen Seite und man hat relativ schnell diese Wand abgebaut. Und dann kann man auf der anderen Seite auch so drücken, dann drückt man zwar nicht die Platte weg, sondern die Stirne nach innen raus und schon hat man das Teil raus. Und diese Platten und auf der anderen Seite haben zwei kleine Gewindelöcher, wo man von der Rückseite, wo man die Lager rausdrücken kann. In Ordnung.